Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Arissa, kommt, probiert es mit gegen die Marksman. Machen wir das. Auto Resolve. Check. Gehört uns. Verpisst euch. Yeah, Level up. Level up Fire Adept. Gerne. Danke. Und zurück in Formation. Zurück in Reihe und Glied. Eskien. Eskien auch noch Faircross. So sicherheitshalber. Die Marksman könnte ich auch angreifen, aber Carrados Armee könnte uns ziemlich aushebeln. Ich gehe mal nach Faircross. War der Plan? Gut, dann gehe ich vielleicht noch weiter. Mifandra, gut. Habe ich auch stationiert. Next turn. Ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen Mana sammeln. Okay, die wissen nicht, wo sie hinwollen. Die laufen gerade ganz ungeplant herum, denen hat das gerade gar nicht geschmeckt, dass wir ihre Hauptstadt einfach mal PAM ausgepufft haben. Gut, Spell Fallen Star. 150 Mana brauche ich. 150 Mana ist relativ viel. Teilen. Produce. Gila Gila Mana. Genau. Die anderen bleiben dabei mal. Arissa. Die sind immer noch gefreezed. Nice eigentlich. Da könnte man eigentlich mal Radenfall platt machen. Oder... ich trau mich gerade nicht. Was gibt's denn sonst für Armeen? Magirs Army ist mir voll egal. Da gibt's Pioniere. Lauter Pioniere, die sind mir auch völlig egal. Völlig Wumpe, da gibt es keine Einheiten, die ausgehoben worden sind vom Gegner. Auch in meinen Reihen nicht, da traut sich niemand gegen uns was anzufangen. Magiers Army, aber tja, sollen sie ruhig? Nee, spielt sich die Action genau in meinem Territorium gerade ab. Alles in meinem Territorium. Ich kann mir es leisten, den nächsten Turn zu machen, sage ich jetzt einfach mal. Open Research. Magic. Warfare. Nee, Magic wollte ich. Magic wollte ich ja eigentlich. Das plus 10% Attack klingt ghoul. Klingt ghoul. 26 Turns. Ah, bis dahin ist es beendet. Carrados vs. Arissa. Boah, das wird heftig. Der Kampf wird heftig. Dann brauchen wir fast nicht battlen. Arissa, gut, was kannst du machen? Serpent's Core, du hast kein Item. Lightning Bolt. A Blast of Arcane Energy that takes 12 Damage. Achso, ja, weil wir so wenig Mana gerade haben. Lightning Bolt wäre eine Idee, kostet uns 19 Mana. Shrink. Scoring Fork. 7 to dodge. Machen wir das. Machen wir das. Gyarados. Das war nix.
Das war was? Alter. Alter Fallern, die Knights sind stark. Pelion. Mana Blast bringt uns gerade nix. Accuracy for 5 turns. Nee, bringt nix. Ich würde einfach mal angreifen. 15. Relativ unspannend. Earth Damage kostet uns auch Mana, kostet uns ganz schön viel Mana. Gut, dann gucken wir mal, wen wir umnieten könnten. 4 bis 9 Schaden, 5 bis 9. Also dann haben wir Schaden, machen wir nicht. Ich glaube, das könnte uns sehr wehtun. Ich habe so ein Gefühl, dass uns das sehr wehtun wird. General Caridus, wenn wir den platt machen, kann das generell auch nicht schauen. 19. Butcherman auch gerne. 20, immerhin. Oh. Jetzt sind sie dran. Okay, wir nochmal. Wir nochmal. 43. Ah, fast tot. Archers, macht's es. Macht's ihn fertig. Ja, gut, Carol, das ist down. Damit haben die mal ihren General verloren. Boah, 10 Schaden. Boah, das werden wir nicht überleben. Oh, 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 oh. Da haben wir halt auch gerade die unspannendste Einheit, also die schlechteste Einheit von uns. Die da gerade draußen stehen. Rissa. Einheiten heilen. Blows 3 adjusted enemies. Ja, da komme ich aber nicht hin, leider. Lightning Bolt kostet uns 19 Mana. Five in the line, das könnte man durchaus machen. Zumindest ein bisschen Schaden. Pelion. Greif mal die an, die am wenigsten Leben haben. Vielleicht können wir noch ein paar mit ins Grab nehmen. Mercenary, ja, die sind relativ egal. Benjamin, 7 Schaden. Autsch. 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 Das tut doch weh. Das tut doch weh. Okay, die kann ich gerade nicht aushebeln. Muss ich weiter auf die Knights gehen. 28 immerhin. Um, 4 bis 8 Schaden, das hat echt so gut wie gar nichts. Einheiten heilen, meine Butchermans könnte ich heilen. Ja, Punker Archers, geht's auf den? Das geht sich nicht aus, schade. Oh, halt auf den Boss. Autsch. Pelion. Gut, machen fertig. 14 Schaden. Damit ist einer mal weniger. Shieldsman. 6 Schaden nur. Butchers. 11. Boah. Wir leiden gerade. Haben auch gerade einen Hero verloren. Jetzt haben wir die Butchermans verloren. Spearman, macht's ihn platt. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Oh, das wird
Die haben noch so viel da hinten. Die haben noch so viele Einheiten da hinten. Ja, das ist gar nicht cool. Geheilt brauchen wir gerade nix. 87 Lebenspunkte. 25 Angriff, 19 Angriff. Greif mal da an. 7. Okay. Lauf mal in die Richtung und hau da drauf. Im Vorbeigehen 7. Das ist alles nicht wirklich der Hammer. 0 bis 1, 1 bis 3 Schaden. Piu. Um die Archers kümmere ich mich gerade gar nicht da hinten. Der haut uns zurück, der macht 37 Schaden. Jetzt sind wir dran mit unserer starken Armee. Gut, Spermen. Unsere Archers werden dabei ausgehebelt. Pelion. Kommt wieder, macht 9 Schaden. Gut, Sheetsman. 8. Punk Archers. Die letzten Schaden wahrscheinlich. Letzten Schadenspunkte. Boah, wenn wir das wirklich schaffen, diese Einheit zu besiegen, dann haben wir Großes geleistet. Aber ich glaube noch nicht so ganz dran. Ich glaube noch nicht so ganz dran. Jetzt sind wir wieder dran. Ja! 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 Oh yes! Accuracy? Nee. Lightning Damage to the Victim? Nee. Jemanden heilen? Vielleicht den Shieldsman heilen? Na, so stark ist er nicht. Ich greife lieber mal an. 8. Gut. Gut. Earthquake kostet 60 Mana. Das ist relativ viel. Balder 14 Damage. 6 Mana. Machen wir das einmal. 2 Schaden. Na toll. Au! Au, 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 au. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht cool. Uncool. Uncool. Rache. Gut, Pelion, heil dich selber. Ja. Das kostet uns viel Mana alles. Aber gut, gegen General Caradus zu siegen, ist schon mal nicht so schlecht. Nehme ich mal mit. Noch einmal heilen. 3 draufhauen. So, schickt's ihn heim, dankeschön. Gut. Ihr Kleinen! Ihr kleinen Schlawiner! Ihr kleinen Schlawinerchen! Kommt's mal her! Bumps critical! Gut. Dann machen wir auch nochmal Rush. Komm mal hin. Chang, tschüss. Oh. Boah, schaffen wir das wirklich gerade, den Megakampf zu gewinnen? 3 Armeen haben die noch. 3 Armeen haben sie noch. Sie verstecken sich gerade, soweit es geht. 36. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Mana ausgeben, wenn ich es nicht brauche. 12 Lightning Damage. Ich sollte mich dann noch einmal heilen. Wie sie alle abhauen. Wie sie alle abhauen. Noch kann ich es mir aber leisten anzugreifen. Das mache ich auch. Yep. Bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt hier. Pass. So.
heilen. Heile ich nochmal selber. Gut. Und jetzt wird angegriffen. Bash. Sind alle dran? Dann sind wir dran. Ramens. Nochmal. Ramens. Ramens. Tja. Da fliegt schon der Erste. Da fliegt der Zweite. Da fliegt der Letzte gleich. General Carradus. Das war keine coole Idee, uns anzugreifen. Wir haben zwar Butcherman verloren, die Punk Archers, Mercenary und die Hunters. Torchbearer sind noch bei uns. Minus 30 Accuracy, okay. Punk Archers war schade. Genauso wie die Butcherman. Bei denen tut es mir weh. Arisa plus minus 25% Hitpoints, das tut auch weh. So ein Magier, aber gut, ich habe noch die Möglichkeit, das zu removen. Ich habe noch die Möglichkeit, das zu removen, das heißt, sollte alles machbar sein. Hunter Messner, Pankajas, boah, Hammer. Okay, gut. Settlement ist gegrowt. Dann nehmen wir einmal Town. Hier können wir gerne Town machen. Ja. Ja. Sheetsmen hat ein Level Up. Die haben irgendwie überlebt. Hitpoints. Das kann nicht schaden. Gut. Gut. Carradus. No? Sitzt mal in der Stadt und tun mal ein bisschen trauern. Wo ist er denn, der Carradus? Jetzt ist er mal weg. Oh, wir sind so im Eimer. Unsere Tage sind gezählt fast. Huiuiuiuiui. Ja, uns ging schon mal besser, sagen wir es mal so. Da ist der Carradus. Ah, uns geht's so schlecht. Uns geht so schlecht. Machen wir mal den nächsten Turn. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, da mich herzustellen. Halb tot. Aber zumindest gibt es wieder Mana-Punkte. Arisa gegen Scouts. Oh, das ist die Mega-Armee. Das müssen wir auto-resourcen. Das werden wir verlieren. Das haben wir gewonnen? What the fuck? Das haben wir gewonnen? Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Und die sind immobilized? Was war das? Hä? Wieso können sich die nicht bewegen? Wieso können sich die nicht bewegen? Spannend. Wenn das noch von unserem Zauberspruch her wäre. Nee, das kann man nicht vorstellen. Wenn das noch unser Zauberspruch wäre, hätten die sich nie wegbewegen können. Boah, wir sind so im Eimer. Spearman, Sheetsman, Torch, Pelion, alle echt tapfer. Haben sie echt schon ordentlich am Sack bekommen. Krass. Kann ich rein? Nee. Nee. Wäre interessant, ob mich die jetzt nochmal angreifen, weil die haben jetzt gerade ziemlich Respekt gesammelt von mir. Die haben zweimal voll der Kanne am Sack bekommen, haben noch eine große Armee da stehen und ja. Werden mit der auch noch am Sack kriegen, wenn es nach mir geht. Aber Fallen Star dauert leider noch ein bisschen, bis ich das sprechen kann. Bis dahin möchte ich mich gerne irgendwie zurückziehen. Torchbearer. Okay, da haben wir
Es ist eigentlich egal. Oh, die Pioniere. Pioniere brauche ich ja mal gar nicht da. Ihr verzieht euch nach mit Mifandra, die ist ja eh weiter hinten die Stadt. Gut, dann habe ich da jetzt zwei freie Plätze. Wer darf denn da rein? Arissa eher nicht. Torch Pelion, komm mal rein. Und Schiedsman Spearman. Ja, die Spearman. Gut. Ihr lauft weiter nach hinten und setzt euch dann dort rein. Gut, next turn. Na süß, ich meine's. Ah, okay, die haben zwei gleich gekillt von mir. Na gut, Syndrome ist ein Level aufgestiegen. Syndrome! One Fame per Season. Unrest hat keinen Einfluss. 23%. One production per Material. Fame per Season. In your. Ah, of all cities? Ja, gerne. Machen wir das. Das lernen wir gerne. Gut, Arissa. So. Fühlt euch jetzt besser, Defenders Army? Passt das jetzt für euch? Ja, dann können wir den nächsten Turn machen, wenn alle zufrieden sind. Wenn ihr jetzt meint, oh, yeah, geil, wir haben sie da besiegt. Ciao. Kommt ruhig. Sind noch nicht fertig miteinander? Kommt's ruhig rein. Wollt ihr Faircross angreifen? Die wollen jetzt wahrscheinlich durchlaufen. Touchspear, Shieldsman, Arissa, lauf mal rein. Und ihr zwei, wieso geht das gerade nicht? Ach, gut. Okay, ihr zwei seid jetzt gerade so ein bisschen das Lockfutter. Okay, ich muss noch einen Turn machen. Falling Star kann ich noch nicht machen. Falling Star kann ich erst gleich machen. Habt ihr das ihr dann bald? Ihr blöden Pioniere. Gut, ich habe wieder Geld. Tickvido, FZ. Oh, lauter Sachen, die ich wieder bauen muss, weil mir die Deppen das alles abreißen. Die blöden Pioniere. Mann! Okay. Gut. Train. Ich brauche irgendeinen Idioten, der das machen kann. Irgendwas, was schnell geht, was relativ günstig ist. 9 Seasons, Military kostet mich so gut wie gar nichts. Wenn ich das rushe, kostet es mich 99. Passt. Gerne und tschüss, Otto ist off. Gut. Next one. Otto Resolve. Hauen wir mal die ganzen blöden Pioniere da weg. Ja. Da haben wir auch noch welche. Geil. Auto Resolve. So levelt man auch. Da kann ich mir wiederum was bauen. Coole Sache. So. Pioniere. Wie sieht's aus mit euch? Da hinten haben wir noch welche. Da haben wir noch welche. Ja, die schnappen uns ja gleich.
Schiedsmann Army. Wie die gerade weglaufen. Ich könnte schon vollen Star sprechen. Ich speichere mal ganz kurz. So, Spell. Wie gesagt, ich nehme das gerade alles auf einem Stück auf, das Ende, weil ich glaube, es wird das Ende sein. 18 Fire Damage to all enemies within one tile. Wir haben ziemlich viel Fire Shards. So, dann. Doof, ne? Mams. Gut, hat euch das mal so ein bisschen was gekostet? Schiedsmann Army. Lauft schneller! Lauft weiter! Bin mal gespannt, wo die hinwollen. Die könnten wir jetzt eigentlich auch schon aufhebeln, weghebeln. Stark sind sie nicht. Trauen sich halt nur gerade nicht, unsere City anzugreifen, weil die wissen, dass sie drauf gehen. Wrath of the Wild, einmal Fireball und die Sache hat sich. Machen wir das doch, oder? Sie sind angeknackst. Das nutzen wir aus. So. Angriff, bitteschön. Battle. Deadly vs. Strong. So. Das dürfte die letzte große Einheit sein, mal für den Moment. Egal wen. Einfach mal reinhauen überall. Ja. Gut. Der Wisp kann wen heilen. 20 Hit Points to all allies within one tile. Wer hätte es nötig? Einer von denen. Lightning Damage. 8 Lightning Damage to the Victim. Das ist nicht so der Hammer. Dann greife ich einfach nur mal an. Dodge, gut. Pelion oder Pelion the Great. Den du halt erreichst. Dodge, ah, das ist schlecht. Sind die dran? Mit 23 war's eigentlich. So, Fireball. Fireball, Coldstones und Schüssikowski. Das zwiebelt mal ganz schön rein. Dann dürfen die Spearmen das vollenden. Einer weniger. Rush. Zwei weniger. Rush ist schon geil. Drei weniger. Geil, bin auf Gessner. Mal ankratzen. Wen wollt ihr denn fertig machen? Dürft ihr euch aussuchen. 3, 2, 4, 35, die Marksman da hinten. Ja, lauft's nur. Gut, er wieder am Sackring, aber den kann ich jederzeit wieder beschwören. Das ist mir egal. Relativ egal. So, Defender. Chuck. Drei weniger. 3 zu 1. Okay. 3 zu 1. Merken wir uns mal den Stand. Rasa. Cold White Link, das geht ja gerade nicht. Höchstens Haze. Zu den Spearmen, die sind ja sehr stark.
18 machen alle schönen Angriff, schönen Schaden, schönen Angriff. Die gerne. Gut. Weiterlaufen. Rush. Und drauf zwiebeln. Pilaf Gessner greift Skirim an. Spearman. 4:1. 5:1. Ja, weiter. Und kommt. Ist das schon alles? 5:1 steht es dabei. Müsst ihr aufholen, Leute. Sonst wird das nix. Sonst wird das eine schnelle Schlappe. 6:1 übrigens. Und die haben noch irgendwie gesagt, we are weak oder sowas. Kann ich mich da grob erinnern? Meinten mal ganz kurz den Dicken raushängen zu lassen. Aber ich glaube, wir haben den Dickeren. Sieht zumindest gerade sehr stark danach aus. Ich glaube, ihr habt das jetzt hinter euch. Tschüssikowski, wie viel habt ihr verloren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einheiten für eine. Kann ich damit leben? Eine reproduzierbare. Tschüss. So. Radenfall, Caridus, Bearman und so weiter. Oh, die sind Knights of Kaldar. Die sind stark. Ich bleib mal da draußen stehen. Ich möchte sie nämlich locken. Und ich mache mal den nächsten Turn. Wiederum Mana sammeln. Kommt's raus? Selbst wenn die uns jetzt angreifen, haben sie es blöd. Schauen wir mal, ob das Locken klappt. Hallo, Spiel? Nicht aufhängen. Nicht aufhängen. Okay. Spiel hängt sich auf. Muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich es wieder zum Laufen kriege. Kurz Moment.